Einen wunderschönen guten Morgen. Ich glaube, es ist Zeit für die Republik, nicht wahr? Die war letztes Update ja im Feldzug. Und jetzt hier, ein bisschen verspätet, kommt meine Einschätzung, wie ich sie so finde. Die Republik. Ja, als erstes, schrägstrich zweites Premium Theater Schiff. Wenn man jetzt noch die Versteigerung der Ebbing mit reinzählt. Muss ich sagen, sie gefällt mir ziemlich gut. Sie füllt die Lücke zwischen T7 und 8, T7 und legendär auf T8 so mittelmäßig, aber dazu gleich mehr. Ich fahre sie immer Jojar, mein Jojar ist hier wirklich hochgelevelt, liegt vor allem daran, dass ich nicht so gerne französische Schlachtschiffe fahre, aber das reicht völlig aus für die Republik. Genau, wir sind hier auf Falle und Modus Herrschaft, einer der zwei T8er, der Rest ist alles legendär und das ist tatsächlich auch eher so, wo ich sie einschätzen würde. Die Republik ist sehr, sehr stark. Auch auf T8. Also T7 ist es schon, gegen T7 ist sie wirklich ein Monster. Also da merkt man, dass da schon wieder die erste Lücke zwischen 7 und 8 aufklappen könnte. Aufklappen könnte, ja. Die Republik tendiert für mich eher auf so der 8-Skala zwischen T7 und Legendär eher Richtung Legendär. Sie hat natürlich ein riesen Kaliber, hat jetzt nicht die meisten Hitpunkte, aber ihre Performance im Gefecht ist einfach sehr, sehr stark. Auch wenn man ja sagt, ja, ja, ein Geschützturm vorne, ein Geschützturm hinten. Sie kompensiert ziemlich gut dafür. Mit ihren Hauptgeschützen, mit ihrer Flak, mit ihr Überleben. Also, sie macht wirklich sehr viel Spaß zu spielen. Sie ist zwar leider nicht so schnell wie an... Also, sie, klar, es wird gesagt, sie hat so und so viel Knoten Basisgeschwindigkeit, aber... Für ein französisches Schlachtschiff hätte sie doch vielleicht ein Ticken schneller sein können. Dann wäre sie auf jeden Fall interessanter gewesen für mobileres Spielen. Da hätte man ihr, keine Ahnung, ein bisschen schlechtere Stats woanders geben können. Wie gesagt, sie hat zwar Motorboost, aber halt auch nur 8%. Ist dann halt so. Ihre Hauptgeschütze sind ziemlich gut, macht sehr viel Spaß. Werdet ihr auch gleich sehen. Ja, also ich hoffe, jeder hat sich die Republik geholt, der konnte. Denn das Schiff ist ziemlich gut. Zwar ist die Musashi, ja, Musashi ist verdammt stark. Also Musashi ist nicht nur, tendiert nicht nur gegen Legendär auf der. Musashi ist de facto ein legendäres Schiff. Es ist eine Yamato mit Besonderheiten. Es ist jetzt, ich würde die Musashi nicht wirklich auf T8 zählen. Also Musashi ist verdammt stark. Und das ist natürlich auch wieder so, die ersten zwei Feldzüge ziemlich stark T8-Schiffe reinzubringen. Ah, ich weiß nicht. Nicht der größte Fan davon. Wirklich nicht. Musashi vor allem, habe ich ja schon mal drüber geredet, dass ich es absolut nicht nachvollziehen kann, warum die jetzt schon kommt. Dass ich das eine Frechheit finde. Dass da nicht auf die Community gehört wird in dem Sinne. Weil den Einfluss, den die Musashi aktuell hat, den spürt man und den hat man auch vorausgeahnt. Also von daher, naja, egal, sei es drum. Die Republik, ja, also sie hat, ist ein sehr gutes Gesamtpaket. Dafür kompensiert sie natürlich mit nicht so vielen Leben, aber das ist völlig in Ordnung. Die kann das ab. Die Republik hat ordentlich was dafür spricht, sie zu spielen. Eigentlich gibt es jetzt nicht wirklich viel zu sagen, außer genießt die Show. Da ich ja leider schon weiß, wie das Gefecht ausgeht, muss ich euch so ein bisschen die Hoffnung nehmen, dass das jetzt hier glücklich ausgehen wird. Aber es ist genug dabei, um sich ein Bild von der Republik zu machen, wie ihr hier sehen könnt. Sie ist an einer oder anderen Stelle natürlich nicht das Allheilmittel, vor allem gegen Zerstörer. Aber sie hat auf jeden Fall was sie auch interessant macht zu spielen. Abgesehen davon, dass sie halt so gut wie gar nichts zum Aufklären. Kein Flugzeug, kein Sonar, kein Radar, aber ja, okay. Aber das ist wirklich damit, da brauchen sie sich gar nicht drüber beschweren. Die Republik hat genug andere Sachen, die sie besser machen. Also ist ihr eigener sozusagen kleiner Spielstil, aber ihr werdet ja sicherlich auch schon die Republik häufiger gefahren sein. Da wisst ihr ja ungefähr, wie sie sich fährt. Also dann, genießt die Show.
So, da sind wir. Ja, leider, leider, leider ist das alles nicht so gelaufen, wie ich mir zu Anfang der Runde erhofft hatte. Aber wie ihr sehen könnt, hat einiges, selbst die Sekundär, wie ihr sehen könnt. Also die Republik sehr stark, macht Spaß zu spielen. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit dem Kahn. Wir haben uns hier solide geschlagen. Also dann, macht's gut, haut rein und ciao.